Willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir ordentlich Eisen gefarmt. Zumindest einigermaßen. Hab das hier jetzt noch nicht auf den Ofen gelegt. Wieso, weshalb, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Hier mache ich mal 8 Stück rein. Und dann können wir jetzt theoretisch hier alles weiter ausbauen, so wie ich das ja schon geplant hatte und so weiter. Also das Ganze wird jetzt hier noch ein bisschen dauern, bis wir hier irgendwie mal fertig sind. Dann gehen wir auch demnächst dann halt auf Ender-Augensuche oder Enderperlen, beziehungsweise wir müssen ja erstmal Enderperlen machen, um daraus dann, nicht machen, aber halt suchen, um dann wiederum Ender-Augen rauszubekommen. Und das wird ja halt sowieso noch ein langes Unterfangen, bis wir dann quasi alles haben, was wir brauchen, um dann in The End zu kommen. Das war jetzt nicht geplant. Also das ist nichts, was jetzt mal eben so schnell auf die Schnelle gemacht ist. Wenn wir tatsächlich den Enderdrachen besiegen wollen. Und wir sollten da auch nicht ohne vernünftige Ausrüstung hin. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich Diamantenrüstung brauche. Das kann ich nicht sagen, weil so oft habe ich bisher noch nicht gegen ihn gespielt. Wir kriegen das hin. Auch wenn wir da 30 Anläufe verbrauchen. Jetzt habe ich hier gar keine Sticks mehr. Das ist nicht wahr. Wie gesagt, ne, wir kriegen das alles hin. Alles nur eine Frage der Zeit. So, das dahin, dann haben wir wieder eine Spitzhacke. Dann können wir hier weiter buddeln. Yay! Bin ja auch gerade überlegen, ob ich hier die Wand hier auch nochmal rausreiße, aber ich weiß noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich hier eine Raumunterteilung mache oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber wir kriegen das gemeinsam raus, würde ich sagen, oder? 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 Komm schon, sag schon. Kriegen wir es hin? Ich glaube ja. So. Was habe ich denn für ein tolles Thema, das ich mal anschneiden kann? Jetzt irgendwie. War schon vorletzte Woche? Kann auch schon vorletzte Woche gewesen sein. Da wurde angekündigt, dass Far Cry 4 kommt. Ja, und eigentlich ist nicht unbedingt irgendwas zum Spiel bisher bekannt, außer dass es an Erfolg des Vorgängers, also Far Cry 3, anknüpfen soll. Wer hätte es gedacht? Und dass es ein Ego-Shooter ist? Nein, wer hätte es gedacht, ne? Und typisches Ubisoft Open-World-Spiel werden soll. Und naja, im Prinzip ist dann halt noch ein Cover veröffentlicht worden. Auf dem Cover sitzt ein blonder Weißer auf einem steinartigen Thron oder etwas in der Art. Und vor ihm sitzt ein höher pigmentierter, ich weiß nicht, ob es ein Schwarzer darstellen soll oder sowas. Jedenfalls einer, definitiv ein Ausländer. Oder, na, Ausländer kann man nicht sagen, sondern halt ein höher pigmentierter. So, ne? Und dieser hat wiederum eine Granate in der Hand, wo der Stift dann schon gezogen ist. Ja, und das sorgt jetzt derzeit auch wieder für Unruhen unter den Rassisten. Naja, nicht unter den Rassisten, aber halt unter den Leuten, die meinen so, das ist politisch nicht korrekt. Nee. Ne, aber das sind halt wieder so. Ich weiß auch nicht, so. Momente, wo ich mir einfach nur denke, Leute, A, es ist ein Spiel, B, es ist eine Insel, wo es nicht mal wirklich um Rassismus geht und sowas. Und vor allem das Schöne ist halt auch immer, dass, naja, es nicht die Schwarzen sind, die sich aufregen, sondern meistens dann halt die Weißen, die sich aufregen, ja, das ist Rassismus, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Ne, und die Schwarzen, sorry, wenn ich das Schwarze nenne und irgendwer sich angegriffen fühlt, ne, aber ne? Jedenfalls die anderen, die auch Menschen sind, ne, ohne Zweifel, sehen das dann irgendwie dann doch irgendwie ein bisschen lockerer, obwohl es genau sie sind, um sie es geht, habe ich so das Gefühl. Ich weiß auch nicht, wie ich das genau ausdrücken soll, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich damit irgendwie mal sagen will. Jedenfalls, ne, Schwarze sind viel cooler. Ja? Also zumindest was den Rassismus anbelangt. Ich weiß nicht, doch, also oftmals finde ich persönlich, ne, mit den wenigen höher pigmentierten Afroamerikanern oder keine Ahnung, finde ich dann doch, die haben schon eine lockere Lebenseinstellung, finde ich persönlich. Ne, und dann so die normalen reinrassigen Deutschen, die dann da herkommen und sagen, ja, das ist aber spießig, nee, das geht so nicht, nein. Ne, so typisch deutsch halt, und es ist manchmal einfach nur zum Kotzen. Wirklich, einfach nur zum Kotzen.
Ne? Aber nun ja, ne? So sind halt die Deutschen, die sind halt mit dem Finger auf andere Leute zeig Leute, habe ich so das Gefühl. Und mich persönlich stört das manchmal wieder ein bisschen. Aber naja, kann ich nichts machen. Ne? Kann ja nicht mehr sagen, als sagen, jupp, ne, das finde ich jetzt aber nicht okay. Interessieren tut es keine Sau, ne, dass ich das gesagt habe, aber ich habe es gesagt und ich fühle mich dann besser. Gut, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte, es ist dunkel, oder? Nein? Ah, es ist hell, okay. Sherry Berry, kommst du mal bitte? Danke, weil du musst nämlich jetzt hier, du bleibst schön hier, ne? Ich bin bald wieder da. Ich bin bald wieder da. So. Dazu. Es ist einigermaßen hell. Geht die Sonne ins Unter oder geht's auf? Ich glaube, sie geht unter. Das ist aber uncool. Aber ich wollte doch jetzt hier ein bisschen Holz farmen, wenn ich schon mal hier bin. Habe ich auch nicht die Diamantaxt mitgenommen? Das wollte ich eigentlich. Darin bin ich eigentlich an der einen Truhe dran gewesen. Okay. So ist das dann halt. So bin ich. Ne, kennt ihr ja schon. Ja, so bin ich schon immer gewesen, so werde ich immer sein. Ich war schon immer ein Kackbuhn. Die Sonne geht tatsächlich unter. Es ist ja ein Traum. Dann versuchen wir hier nochmal ein bisschen Holz hier abgreifen zu können. Mag jetzt auch nicht schon in dieser Nacht hier jetzt rumgeistern und irgendwas an Enderman oder sowas anlocken. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, wie ich das jetzt machen werde mit den Enderman. Ob ich die alle irgendwie in die Wohnung reinziehen werde oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Es wird jetzt auf jeden Fall dunkel. Dann sollten wir jetzt mal ganz kurz hier, ne, einen Abstecher hier nach drinnen machen. Damit wir in Sicherheit sind und so. So, dazu. Und dann sind wir wieder drin. Yay. Wir hören hier irgendwo Skelette, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo die sind. Ich kann mir vorstellen, dass die auf der anderen Seite dieser Wand hier sind oder sowas. Guck mal ganz kurz hier so ein bisschen. Oh, nö. Dann halt nicht. Dann ist mir das auch Latte. Kommt das halt hier alles wieder hin. Ne? Nicht, dass hier dann hier großer Höhlenkomplex so direkt neben das Häuschen ist. Ja, Cherry Bell, du willst ja hier ins Bett gehen? Dann mach ich mal. So. Hätten wir das auch erledigt. So. Weil, ne, wie gesagt, ich will ja nach wie vor hier alles ein bisschen schöner machen. Ich weiß nicht, ob wir damit hier jemals irgendwie fertig werden sollten, aber keine Ahnung, einfach nur, damit wir ein bisschen was zu tun haben, während hier sowieso Weizen am Wachsen ist und sowas und ich keine Hacke im Inventar habe, um hier das Feld aufzubessern. Ich bin manchmal scheiße. Wenn es so manchmal wäre, ich weiß. So. Bis dahin, zack, und wieder raus. Du bleibst schön da drin. Ne? So. Ernten wir hier nochmal ganz kurz hier das Büschchen Weizen ab. Und dann gucken wir. Ne, nicht, dass ich hier irgendwie zu viel abernte und sowas. Ne, man kennt das ja. Ist irgendwie dennoch ein bisschen dunkel hier, habe ich das Gefühl. Ist wahrscheinlich, weil es noch voll am Morgengrauen ist und sowas. Die Helligkeit kommt erst noch. So wie heute Morgen. Ne? Also heute Morgen konnte ich auch überhaupt nicht schlafen. Oder heute Nacht, besser gesagt. Nicht, weil ich die Nacht durchgezockt habe, wie sonst immer. Nein, ich habe tatsächlich versucht zu schlafen. Habe im Hintergrund ein Anime laufen lassen. Und muss ja schon sagen, der hat mir verdammt gut gefallen. Ne, ich bin ja sonst nicht so ein Anime-Gucker, aber irgendwie war ich gestern so dazu, ne? Guckst du mal hier ein Anime, heißt Elfenlied. Und, ne? Boah, hat mir der gefallen. Sorry, ne, aber ist so. Auch an alle hier, die sagen, ist voll kacke. Mir persönlich hat es sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn ich jetzt herausgefunden habe, dass der Manga noch ein bisschen weiter geht als der Anime selbst. Oder halt auch teilweise anders erzählt wird. Aber mir persönlich hat es halt gefallen, wie es halt im Anime erzählt wurde. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt die Manga-Fassung jetzt davon besser finde oder nicht. Ich habe da, nachdem ich hier den angeguckt habe, hier nochmal ganz kurz hier so überflogen hier. Was ist denn da jetzt so anders, beziehungsweise wo geht's denn da weiter und sowas? Weil ich wollte halt, dass die Geschichte weiter erzählt wird oder sowas. Na, aber nö. Ja. Und naja, dann saß ich halt hier
in der Nacht und hab hier... Was? Da ist irgendwo irgendwas explodiert, ihr habt's gehört. Ich war's nicht. Okay. Ne? Also, Elfenlied, ne? Ein toller Anime. Ich glaube, ich sollte nicht darüber reden, sonst explodiert hier noch irgendwo irgendwas. Und ja, an alle, die halt sagen, du hast jetzt das Elfenlied geguckt, hä? Was bist denn du für ein Spaß? Ja. Aber, naja, ich wusste auch nicht, dass das so ein guter Anime ist. Ja. Aber, nun gut, ne? Meine kleinen Erfahrungen mit Animes, ich guck ja, wie gesagt, nicht so oft Animes. Ja, aber wenn, dann schon relativ intensiv. Und ja, ne, also ich bereue nicht, den Anime geguckt zu haben, weil, wie gesagt, ne, war halt sehr gut von der Story und so weiter und so fort. Mir persönlich hat's sehr gut gefallen. Und ja, auch die Titelmelodie dazu, ne? Absolut schön. Sehr schön. Ne? Ich meine, du musst zwar nicht heulen oder sowas bei Film wollte ich schon sagen, bei Serie. Ne, aber ich fand's sehr schön. Ne? So, hätten wir es auch geklärt, ne? Meine kleinen Anime-Erlebnisse. So, ey, jetzt gib mir mehr Samen. Gib mir den Samen. So, das klingt irgendwie auf mehreren Ebenen total verkehrt. Aber okay. So ist es da. Bin ich da gerade übers Wasser gelaufen? Ich mach das jetzt nicht mehr, aber eben bin ich gerade übers Wasser gelaufen, ohne dass ich da gesprungen bin oder sowas. Muss ich auch nicht verstehen, ne? Naja, okay. So, Feld ist wieder angepflanzt. Ich frage mich jetzt gerade, was ist denn da bitte schon jetzt irgendwo explodiert? Und wieso ist es explodiert? Und wer ist eigentlich Paul? Und 42. Ne? Okay.